Willkommen zu einem neuen Ausbauvideo bzw. Video mit Optimierungen in unserem Clever Move 600. Heute geht es um die Küche. Konkret geht es um diese rechte Tür. Normalerweise ist da eine hohe Tür mit Kleiderschrank dahinter. Wir haben es umgebaut mit einer Tür unten und einem Schubfach oben. Und wie wir das Ganze gemacht haben und wie das Ganze funktioniert, das zeigen wir euch jetzt im folgenden Video. Ja, einiges haben wir ja schon geändert an unserem Clever Move. Nach den ersten zwei Touren, wir waren jetzt schon im Elbsandstein und im Erzgebirge, haben wir festgestellt, dass diese Tür hier für uns nicht so richtig praktisch ist. Da war früher eine Kleiderstange dahinter, also hier oben drin, hinter der Tür gab es also diese Kleiderstange. Haben erst gar nicht begriffen, dass es da oben selbst einen Auszug gab. Das haben wir durch Zufall entdeckt und haben uns überlegt, okay, wie kann man das optimieren? Denn bis dato hatte die Küchenzeile genau ein Schubfach. Das ist dieses. Und dieses Schubfach ist höhentechnisch auch noch limitiert. Warum? Weil hier bezüglich der Spüle, die ja hier oben dahinter sitzt, einfach mal der Platz begrenzt ist und es dann hier so ein, naja, ich will nicht sagen halbes Schubfach, aber halt ein reduziertes Schubfach nur verfügbar ist. So, und die Frage war, was machen wir mit der rechten Seite? Ja, da gab es eine riesengroße Tür, die zeigen wir euch mal in anderen Bildern, wie das früher aussah. Und die Frage war dann, finden wir eine Lösung, um solch ein Schubfach auch hier drüben nochmal zu integrieren, weil die Dame des Hauses wünschte hier entsprechend mehr Stauraum. Und das haben wir jetzt entsprechend so umgesetzt. Wie haben wir das gelöst? Also zunächst mal wurde die gesamte Tür demontiert. Das heißt, die Tür ist an drei Scharnieren angeschlagen. Das heißt, wir haben hier oben, ja, die Tür bleibt heute nicht offen, weil es hier ein bisschen zieht. Wir haben hier drei Scharniere, eins oben, eins in der Mitte, eins unten. Diese Scharniere wurden entsprechend gelöst, wurden demontiert, das heißt von der Tür entfernt. Zusätzlich musste auch der Verriegelungsmechanismus entfernt werden. Sprich, das Schloss, das Pushlock-Schloss wurde ausgebaut. Zum einen die Inneneinheit wurde abgeschraubt, zum anderen wurde der äußere Knopf, der nur raufgedreht ist, das kann ich euch hier nochmal kurz zeigen, ja, der ist also hier nur eingedreht, der wurde rausgedreht, dann wurde die Rosette entfernt. Bei der Rosettenentfernung, ja, bin ich ein bisschen rabiat rangegangen. Ich habe einfach versucht, mit einem Schraubendreher die Rosette rauszuschlagen sozusagen. Habe immer an den Seiten ein bisschen versucht, das langsam zu lösen. Wäre davon ausgegangen, dass das aus Metall ist. Ist es nicht. Das ist reiner Kunststoff. Und der ist dann auch an gewissen Stellen abgeplatzt. Bei der Demontage, ich brauchte ja hier oben eine neue Rosette, habe die an der Stelle mal rausgenommen. Das habe ich euch nochmal extra gefilmt, da habe ich es ein bisschen anders gelöst. Da habe ich dann Scheiben benutzt, die ich der Größe des Loches eingelegt habe und habe es dann oben mit dem Hammer rausgeschlagen. Das ging erst nicht. Beim zweiten Anlauf hat es aber dann hervorragend funktioniert. Also die Rosette könnt ihr hier lösen. Wie gesagt, mein Vorschlag wäre, das mit einer Scheibe beispielsweise zu lockern. Warum musste das alles ab? Weil wir die Tür zum örtlichen Baumarkt gebracht haben, mit der Bitte, die Tür zu teilen. Das heißt, die gesamte Tür war knapp, oh, was war das? 89,5, glaube ich, waren es, oder waren es 90,5? Also müsst ihr mal ausmessen, in jedem Fall eine komplette Tür. Und wir wollten das teilen, so teilen, dass innen das obere Scharnier dort noch an der Tür befestigt werden kann, dass keine neue Topfbohrung oder ähnliches notwendig ist. Und das haben wir ausgerechnet und ich glaube, ich kam auf 74 cm bei der Türhöhe und kam oben auf 15 cm fürs Schubfach, sodass dann genau noch ein Spaltmaß übrig bleibt, so wie es bei den anderen Elementen hier, die Dekoren beim Schubkasten, bei der Tür, der anderen Elemente bei der Küche ja auch ist. Ja, so, und nachdem das alles entfernt war, nachdem wir das zur Hornbach gebracht hatten, warum? Also zum Baumarkt, damit die mir oben eine Dickkante sozusagen wieder anbringen können.
Und dort habe ich mein Brett abgegeben, habe freundlich nachgefragt. Und ich glaube, zum Schluss waren es lächerliche 5 bis 10 Euro oder irgendwas, die mich das gekostet hat. Und die haben mir hier die einmal das durchtrennt, also einmal zersägt und haben mir unten beim Schubkasten entsprechend die Kante rangesetzt und haben es mir oben auf der Tür die Kante rangesetzt. Und so habe ich eine professionelle Verblendung, ohne dass ich hier eine Schnittkante oder ähnliches zu sehen habe. Und das ist einfach ein mega Mehrwert, weil ich wollte keine anderen Platten hier nutzen. Also es gibt ja im Baumarkt, das habe ich hinten bei dem Garagenumbau auch schon drin gehabt. Es gibt hier diese 19er Platten, ja, aber die sind sehr schwer und hier wollte ich in der Küche das gleiche, Sperrholzplatte haben, wie wir es entsprechend auch schon hier drin hatten. Also sprich die gleiche Tür benutzen. Und das aber mit ordentlicher Kante. Und diese Kante, wie gesagt, habe ich bei uns im örtlichen Baumarkt herstellen können, was ein Traum war, dass das so funktioniert hat. So, weiter ging es dann hier oben mit dem Auszug. Der andere alte Auszug musste entfernt werden. Das heißt, hier oben dahinter sitzt der, gehen wir mal rein in die Tür, hier oben dahinter saß der alte Auszug. Wie der entfernt wurde, das zeige ich euch in den Parallelbildern. Das war gar nicht weiter schwer. Ihr müsst halt darauf achten, alle Schrauben zu entfernen. Hier oben hinten in der Ecke gab es ein paar Schwierigkeiten, da die Schrauben relativ lang drin waren. Dafür mussten wir oben in den Wasserkasten sozusagen, also sprich hier dahinter, die Klappe öffnen. Und dort mussten wir ebenfalls dann die Schrauben lösen. Die Schrauben wurden oben ausgetauscht. Ich glaube, das waren zunächst mal diese relativ langen. Das könnten hier, ich weiß gar nicht genau, 50, 55er Schrauben sein. Und die wurden gegen 45er Schrauben ausgetauscht, beziehungsweise 40er. Aber das müsst ihr einfach nochmal messen, wie lang ihr da die Schrauben braucht, sodass sie auf der Seite nicht mehr rausschauen. Denn das war das Problem. Ja? Dort wurden also neue ersetzt. So, was haben wir dann gemacht? Ich habe mich entschieden dafür, das Schubfach als solches von der Grundkonstruktion, welches ja drin ist, weiter zu benutzen, aber weiter nach unten zu setzen. Das heißt, es wurde höhentechnisch verändert. Ja. Hier auf der rechten Seite ist nach wie vor das Brett noch angedoppelt. Dieses war ja früher etwas weiter nach oben positioniert und das habe ich dann weiter nach unten positioniert. Das heißt, der Schubkasten selbst, also dieses Element, ist das Originale. Daran hat sich nichts verändert. Ja, also das ist der originale Rahmen. Lediglich, was anders ist, ist zum einen die Pappe, die hier oben drin ist. Die Pappe selbst ist eine 3-4 mm Platte. Das Produkt dazu blende ich euch auch mal ein, auch aus dem örtlichen Baumarkt. Zugeschnitten, was war das, 43 mal irgendwas, aber das müsst ihr einfach ausrechnen. So groß wie der Schubkasten ist, entsprechend die Platte hier reinsetzen. Hier habe ich mich ein, zwei Mal verbohrt, deswegen seht ihr das hier noch. Aber die Schrauben wurden ansonsten leicht tiefer gesenkt. 25 mm lang, 3er Durchmesser, sehr viel vorgebohrt und entsprechend, ich glaube, hier sind insgesamt 12 Schrauben drin, um den Boden entsprechend zu halten. Sicherlich wäre es besser, hier ein Element zu finden, eine Klammer, die nach unten führt, damit der Boden ordentlich gehalten wird. Aber wir wissen, dass hier nicht 10.000 Konserven reingestellt werden, also sprich ein Megagewicht reinkommt und von daher sollte das kein Problem sein, sodass das auch mit den Schrauben hält. Also wichtig ist, dass ihr euch natürlich noch einen Boden reinsetzt. So, das Ganze wurde entsprechend auch zwischendurch auseinandergenommen, sodass hier keine Teile mehr dran waren. Die vier Grundhölzer außenrum blieben aber bestehen. Und es wurde dann hier vorne eine neue Front, nämlich die Front, die wir bei der Tür herausgeschnitten haben, positioniert und entsprechend dann auch verschraubt. Die Verschraubungen sind hier hinter den Verblendungen. Also sprich, diese Aufkleber wurden von der alten sauber mit dem Cuttermesser gelöst. Das seht ihr auch im Video. Und wurden später dann hier wieder aufgebracht, nachdem wir das Ganze verschraubt hatten. Ja, das Ganze wurde positioniert, also sprich, das Schubkasten wurde eingebaut in der richtigen Höhe. Das haben wir ausgemessen, einfach ein Stück nach unten, damit ich mehr Füllhöhe habe. Dann wurde die Tür unten eingesetzt, die Tür wieder montiert, damit wir auch die positionieren. Danach wurde das Schubkasten, der Schubkasten oben positioniert. Dabei darauf achten, dass entsprechend hier die Kantenführung ordentlich parallel ist. Ja, das ist also hier ein ordentliches die Spaltmaße ordentlich sind, damit das alles zusammenpasst. Ja, und nicht irgendwie wie gewollt und nicht gekonnt aussieht.
So, und nachdem das positioniert wurde, mit der Schraubzwinge kurz fixieren, die Blende mit der Inneneinheit, dann rausnehmen, das Ganze umdrehen und entsprechend dann von oben beides fixieren, sprich diese beiden, den Rahmen und die Verblendung zusammenbringen. Problematisch war noch an dieser Stelle, warum? Weil hier die Höhe nicht stimmte, um den Pushlock wieder zu verbauen. Also sprich, hier mussten wir, beziehungsweise ich, doch das noch abrunden. Hier war die Überlegung, inwieweit ich hier noch eine Kante anleime oder auch nicht. Aber ich habe mich jetzt erstmal dagegen entschieden, weil optisch sieht es so, ich gehe mal näher ran, in meinen Augen ganz okay aus. Also sprich, das muss man jetzt nicht weiter verbessern. Ist nicht scharfkantig, ist abgerundet. Also von daher, das sollte so funktionieren. Natürlich nicht ganz ohne ist es, diesen Pushlock zu bekommen. Der ist genau der gleiche wie die anderen auch, aus dem Hause Hävele, das kann ich euch schon sagen. Zumindest habe ich den bei Hävele gefunden und denke und gehe davon aus, dass der Knauf und auch die Rosette, dass das Nickel-Matt, glaube ich, sein müsste. Und auch dafür habe ich einen Anbieter gefunden. Aber nachbestellt, die sind zwar noch nicht da. Und da ich sicher gehen will, dass die Küche von außen überall gleich aussieht, oben mit dem Knauf und unten mit dem Knauf, habe ich mich also entschieden, hinten aus der Heckgarage dort den einen rauszunehmen. Dort werde ich also den, der jetzt nachgeliefert wird, entsprechend einsetzen. Und wenn es da einen kleinen Farbunterschied dann geben sollte, dann stört mich das auch nicht weiter. Jetzt ist das Schubkästchen unten drunter zugegangen. Ja, so, vielleicht habe ich was vergessen. Dann blende ich euch noch ein paar Bilder ein bei der Erklärung. Also wichtig, einfach, also so schwer ist es nicht. Also wichtig ist, dass ihr die Kante hinbekommt. Und die Kante nochmal 5 bis 10 Euro, Baumarkt, vorsichtig, freundlich nachfragen, ob die das machen können. Wichtig, Sonoma Eiche oder Sonoma Oak heißt das Dekor. Im Baumarkt, wie gesagt, war es verfügbar. Normalerweise können die nur 19 mm Kanten setzen. Das Holz ist 15 mm, aber auch das haben die soweit hinbekommen. Es hat ein bisschen, das Holz ist ein bisschen gesplittert. Das sieht man jetzt hier so vielleicht gar nicht. Wenn ihr genau hinschaut, an dieser Stelle hier beispielsweise, dort ist es ein bisschen ausgerissen. Das heißt, es wurde mit Wachs von mir manuell behandelt. Und ja, von Weitem, oder selbst ihr werdet kaum noch sehen, dass es da einen Unterschied gibt. Aber das ist aufgefüllt. Die Fläche selbst hier hinten, die Kante, die haben sie auch nicht ganz zu 100% hinbekommen. Die wurde auch mit Wachs leicht aufgefüllt. Aber auch das kann ich euch in den Parallelbildern mal zeigen. Also ein bisschen handwerkliches Geschick an der Stelle, ja, ist halt gefragt. So, was gibt es noch zu sagen? Hier soll es noch Einschübe geben, die haben wir aber noch nicht gefunden, ehrlich gesagt. Warum? Die 42er Tiefe ist hier das Problem. Es gibt Auszüge für Küchen, aber nicht in 42er Tiefe, beziehungsweise haben wir noch keine gefunden. Also ihr würdet uns einen großen Gefallen tun, wenn ihr dort einen Auszug findet, weil wir wollen hier eigentlich Obst, Gemüse lagern, suchen dafür Körbe, also zwei übereinander wären ideal. Also das ist, glaube ich, hier so eine 35er Höhe in etwa. Unten, glaube ich, waren es 32, oben waren es 35. Die haben wir also leicht unterschiedlich gesetzt. Hängt auch mit dem Schloss zusammen. Warum? Weil das Schloss muss hier über den Boden fahren. Erst hatte ich das in der Mitte gesetzt, dann ging aber das Schloss hier nicht mehr zu, den Pushlock. Also wurde das ein bisschen noch weiter nach unten geschoben. Und wenn ihr da Vorschläge habt, wie so ein Auszug, also was da für ein Auszug möglich ist, dann her damit. Wie gesagt, ich habe mich lange damit schon beschäftigt, habe lange schon gesucht. Ich habe noch keinen passenden gefunden, der uns hier in der 42er Tiefe, und wir wollten es in etwa, also das Regal hier, der Bereich ist 47 cm breit. Jetzt muss man natürlich noch beachten, dass es die Türscharniere gibt, also ein 40er, 45er Regal, also Schubfachsystem, wie auch immer, also mit Auszügen, zwei Stück, wäre ideal. Ja, möglichst auf Schienen oder irgendwas, damit es ordentlich leicht rauskommt. Und auf der rechten Seite würde was übrig bleiben, um so ein Brett beispielsweise noch zu positionieren. Die Putzelemente, die gehören hier normalerweise nicht rein, aber das sind halt jetzt hier gerade vorrätig und so drin. Ansonsten der Regalboden, auch 19 mm aus dem örtlichen Baumarkt. Den hatte ich damals schon mit besorgt, als ich das Holz für die Garagenumbau, den ich euch auch mal verlinke, als ich das besorgt hatte. Ja. Ansonsten alles wieder zusammenbauen, Scharniere wieder anbauen, wenn das Holz aus dem Baumarkt sozusagen zurück ist, entsprechend die Rosetten setzen, Pushlock setzen, ansonsten, ja, funktioniert das. Ein letzter Blick noch nach hier oben. Was seht ihr hier? Das ist alles übrig geblieben. Also das war unten so ein, ja, hemdsärmlicher Auszug drin, da waren an den Seiten irgendwie zwei so eine Rollen verschraubt.
Ja, was das so richtig sollte, weiß ich nicht, was man da hinten hatte raufstellen können und rausziehen können. Also das finde ich Murks, ehrlich gesagt, was da drin ist. Also dieses Brett ist übrig. Das war die alte Innenblende, die sozusagen an dem Schubfach befestigt war. Das Schubfach war auch weiter reingesetzt. Jetzt hängt es 2-3 cm weiter raus, damit es entsprechend vorne ordentlich abschließt. Ja, und das waren einfach seitliche Führungselemente, beziehungsweise drinne, die mit den Abstandshalter. Und das waren, glaube ich, die Hölzer, die dann hier an der Seite befestigt waren, um hier so einen kleinen, ja, Auszug zu kreieren. Dann gibt es noch ein paar Schrauben, die übrig geblieben sind. Die Kleiderstange mit den zwei Halterungen ist auch übrig geblieben. Habe ich erst überlegt, ob ich die unten drunter noch setze, unter dem Schubkasten, um das nochmal zu benutzen. Aber wir werden da keine Kleidungsstücke reinhängen, weil wir nicht auf den Ball wollen mit dem Wohnmobil. Also deswegen brauchen wir das eigentlich für unsere Belange zumindest nicht. Ja, und das ist alles übrig geblieben. Das heißt, unterm Strich eigentlich noch eine Gewichtsersparnis, weil die Tür war es vorher schon. Es ist ein Einlegeboden dazugekommen. Und der Unterboden vom Schubkasten, aber der Rest gleich. Ja, das zur Erklärung, wie man hier die Küche etwas optimieren kann. Und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und freue mich, euch dann bei einem der anderen Ausbau- bzw. Optimierungsvideos für den Clever Move wieder begrüßen zu können. Alles klar, Van Berlin sagt Tschüss.